Auch da der Test soweit erfolgreich ist, dass alles richtig funktioniert, dann werden wir natürlich auch dort wieder unsere Preise rauswerfen. Okay, dann würde ich sagen, zum Aufwärmen machen wir mal so die erste Frage. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt hier. So. Ich muss ja erst noch meine Webcam einschalten, damit ihr mich auch seht. So, wunderbar. Hallo, hier bin ich. So. Also, welche Tiermaske trägt der Rapper Crow? Ist es ein Fuchs, ein Panda oder ist es ein Esel? Was meint ihr? Die Zeit läuft. Und wir haben die Zeit mal auf 25 Sekunden eingestellt, damit ihr mit der Verzögerung besser klarkommt. Also, welche Tiermaske trägt der Rapper Crow? Fuchs, Panda oder Esel? Hallo Kielach. Jawohl, Kielach. Kielach ist voll der Rapper-König. Die kennt sich da total aus. So, was ist mit dem Rest? Quiz hat geantwortet, Kielach hat geantwortet, Michael habe ich nicht gesehen. Hat Michael auch geantwortet? Okay. Dann machen wir doch einfach mal die nächste Frage. Woraus besteht ein Diamant? Woraus besteht ein Diamant? Aus Kohlenstoff, aus Wasserstoff oder aus Sauerstoff? Was meint ihr? Woraus besteht ein Diamant? Kohlenstoff, Wasserstoff oder Sauerstoff? So, haben alle schon geantwortet? Ich habe jetzt wieder mit der Regie gesprochen, habe ich wieder nichts gesehen, ne? Also, Kielach hat geantwortet, habe ich gerade gehört. Was sagt Michael? Bei mir ist schon wieder Error. Ja, Michael, dann lade doch einfach mal das Browserfenster neu. Dann kommt das schon wieder alles. Und für alle die, die gerne mitspielen möchten, einfach unten auf den Button hier gratis mitspielen klicken. Mit dem Twitch-Account autorisieren und schon seid ihr mitten im Quiz dabei. So, ich lade mal die nächste Frage. Wie hieß der Titelsong des Kinohits Titanic? War es I Will Always Love You? Oder war es My Heart Will Go On? Oder The Dream Will Come? Was meint ihr? Wie hieß der Titelsong des Kinohits Titanic? Oh, Quiz hat jetzt schon 3 Punkte. Kielach auch 3 Punkte. Das wird ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen heute, wie ich das so sehe. Okay, ich weiß gar nicht, ich muss da direkt noch mal was fragen. Ja, Michael, es tut mir leid, wenn du immer Fehler hast. Ich kann es nicht ändern. So, für alle anderen, die mitspielen, ihr habt ja diesen Spielcontroller, so nennen wir den ja, also da, wo euer Stream läuft und unten drunter die Button ABC sind. Und meine Frage ist jetzt, ob ihr oben neben den Worten Player Chat auch noch einen dritten Reiter habt, nämlich irgendwie Userfragen oder sowas. Ich guck mal gerade hier in der Regie auf den Bildschirm. Moment.
Okay, also ich sehe, da ist ein neuer Reiter entstanden, der heißt Questions. Da müssen wir, glaube ich, noch die deutsche Übersetzung machen. Und mit, also wenn ihr auf diesen Reiter klickt, dann könnt ihr eigene Fragen eingeben und auch antworten. Genau, Kirlach, Questions. Und da könnt ihr also die Fragen, könnt ihr eigene Fragen eingeben, wenn ihr wollt. Und auch eigene Antworten dazu erfinden oder heraussuchen. Und die laufen bei mir hier auf. Und ich kann mir die dann angucken. Und ich kann sie dann sogar direkt hier reinstellen. Das ist doch bestimmt spaßig. Okay, wir machen mal die nächste Frage. Wie heißt das Haus, in dem Pippi Langstrumpf mit ihrem Affen wohnt? Ist es die Villa Kunterbunt? Ist es die Klettervilla oder ist es der Club der Kinder? Was meint ihr, wie heißt das Haus, in dem Pippi Langstrumpf mit ihrem ganzen Gefolge wohnt? Villa Kunterbunt, Klettervilla oder Club der Kinder? Ja, als hätte ich es geahnt. Ja? Die zwei Quizvögel sind natürlich wieder mit 4 Punkten ganz vorne dabei. Okay, machen wir mal die nächste Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Russland? Ist es Moskau, Budapest oder Kampala? Tja, Michael, ich kann dir nicht sagen, was da steht, wenn da steht Error. Ich kenne diese Fehlermeldung nicht. Hier lache ich dich. Schon wieder. Ich will mitspielen. Bla bla bla. Also ich habe da keinen Einfluss drauf. Hier kann jeder mitspielen, der möchte. Ich wüsste nicht, warum hier ein Error kommen sollte, Michael. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und du siehst, bei den anderen Spielern funktioniert es ja auch. So, weiter geht es mit der nächsten Frage. Wann wurde das letzte Mal die Uhr auf Winterzeit umgestellt? War es am 30.10.2016? Am 15.11.2017? Ich glaube, das haben wir noch nicht. Und den 30.09.2017 haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Okay. Ah, liebe Leute. Also ich glaube, die Antwort dürfte sehr leicht fallen. Wann wurde das letzte Mal die Uhr auf Winterzeit umgestellt? Sehr gut, Kirlach. So, und für alle, die gerne mitspielen möchten, das ist überhaupt kein Problem. Einfach auf gratis, hier gratis mitspielen klicken, etwas tiefer unter dem Stream. Dann mit eurem Twitch-Account autorisieren und schon seid ihr wieder dabei. Ah, okay. Alles klar, Michael, wenn du diesen Satz hast, du musst dich neu einloggen, dann musst du das Browserfenster komplett schließen. Einmal deinen Browser komplett zumachen und einmal wieder neu aufmachen. Aber dann darfst du auch kein anderes Fenster mehr offen haben. Es muss wirklich der komplette Browser einmal geschlossen werden. Und dann kannst du dich auch wieder neu einloggen. 172. So, ich lade mal die nächste Frage. Welcher Unfall versetzte 1986 ganz Europa in Panik? War es? Ach du Schande, was steht denn da? Tohoku-Erdbeben, Ölpest im Golf von Mexiko oder Nuklearkatastrophe von Tschernobyl?
Was meint ihr? Welcher Unfall versetzte 1968 ganz Europa in Panik? War es das Tohoku-Erdbeben oder die Ölpest im Golf von Mexiko? Oder war es die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl? Wunderbar. Ich sehe, ihr seid ja richtig gut bewandert hier. Wissensbewandert. Okay, machen wir einmal die nächste Frage. Wie unterscheidet man ein männliches von einem weiblichen Skelett? Ist es oder unterscheidet man es durch? Bei dem weiblichen Skelett ist das Becken breiter, bei dem männlichen Skelett ist das Schlüsselbein länger oder bei dem männlichen Skelett ist der dicke Zeh größer. Ne, runder steht hier, runder. Los geht's, liebe Freunde. Woran erkennt man, dass es sich um ein weibliches oder männliches Skelett handelt? Michael, da bist du ja. Siehst du, klappt doch. So, Kirlach auch richtig. Perfekto. Okay, dann machen wir doch mal die nächste Frage. In welchem Märchen trifft ein Mädchen einen Wolf? Ist es Zwergnase oder Aschenputtel oder Rotkäppchen? Die Zeit läuft, liebe Freunde. In welchem Märchen trifft ein Mädchen einen Wolf? Oh. Entschuldigung, Fliegenalarm. Hey, alle richtig geantwortet. Bin ja richtig stolz auf meine Quizzer hier. So, da kommt die nächste Frage. Ab wann wurde der Euro als Währung eingeführt? War es das Jahr 2000, 1999 oder 2002? Was meint ihr? Ab wann wurde der Euro als Währung eingeführt? 2000, 1999 oder 2002? Kirlach, heute räumst du aber richtig ab, wa? Und die richtige Antwort wäre gewesen 2002. Also im Jahr 2002 haben wir doch tatsächlich das erste Mal mit Euro bezahlt. Und wer würde nicht wollen, dass wir weiterhin damit bezahlen oder vielleicht noch nicht. So, die nächste Frage. Sie lautet, was ist ein Botel? Ja, liebe Freunde, dass sowas gibt es. Was ist ein Botel? Ist es ein Laufschuh, ein Computertisch oder ein Hotelschiff? Was meint ihr? Was ist ein Botel? Ist es ein Laufschuh, ein Computertisch oder ein Hotelschiff? Ja, ich bin ja mal gespannt. Jawohl, Michael, richtig. Und Kirlach auch richtig, das ist der Hammer. Okay, machen wir direkt die nächste Frage. Wann sang Yvonne Katterfeld den Song Für dich erstmalig? Also wann sang Yvonne Katterfeld den Song Für dich erstmalig? War es 2000, 2003 oder 2005? Ja, das sind so Fragen, die wüsste ich auch nicht. Da muss ich auch raten. Aber man hat ja hier eine 33%ige Chance, die Zahl richtig zu tippen. Jawohl, Quiz 2017. Michael und Kirlach, alle richtig. Ich bin total begeistert von euch heute. Da soll nur einer sagen, ihr wüsstet alle nichts mit meinen Fragen anzufangen.
So,